Hallo meine lieben Freunde, ihr könnt es am Thumbnail sehen. Heute wird wieder ein Look geschminkt und zwar ein Disney-Look. Ich freue mich total. Zu dem Zeitpunkt weiß ich auch noch nicht, wie er wird und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gerne den Kanal und dann viel Spaß. Ja, anlässlich ist diese Make-up-Palette von iHeartRevolution und die habe ich so lange schon, aber ich habe noch keine Looks dazu geschminkt. Und da gibt's, also ich glaube, ich habe alle. Ja, aber darum soll es gehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Es ist der Film Vaiana und ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Aber ich muss sagen, dass das tatsächlich, also mit Abstand, echt mal wieder so ein richtig wunderschöner Disney-Film ist, finde ich. Ja, also Tangled, Rapunzel war auch okay, aber ja, irgendwie war der schon ein bisschen episch, muss ich sagen. Ja, ich habe auch eine grüne Perücke. Da bin ich sehr gespannt. Und ich habe aus unserem Garten gerade Unkraut rausgeschnitten. Ich habe noch keine Ahnung genau, wie ich das mache, ehrlich gesagt. Also, ja, ich weiß es nicht. Man könnte nämlich auch, das machen viele, ja, richtig mit Farbe rangehen. Also nicht pudrigen, sondern cremigen. Aber ich probiere das so erstmal. Ich weiß es nicht. Ich probiere das ja jetzt doch mal hier mit dieser hier. Also ich habe jetzt diese zwei Farben. Ah, bei Grün fällt mir gerade ein, ich war ja auch in Wicked und habe da gar nicht erzählt, wie es war. Und da ich ja euch ein bisschen auch unterhalten möchte, während ich mich schminke, ich weiß auch gar nicht, was ich sonst zum Schminken erzählen sollte. Ich war bei Wicked und das Witzige ist, ich kannte ja alle Lieder, weil ich früher so eine CD hatte, wo alle Lieder drauf waren. Und insofern kannte ich die Lieder, aber ich war noch nie in dem Musical. Und ich muss sagen, ich fand es ganz schön. Also ich fand es wirklich schön. Das Einzige, was natürlich ein Riesenunterschied war, ich war vorher in Harry Potter. Und das ist ein Maßstab, Leute. Also das kann man nicht vergleichen, das weiß ich auch, aber trotzdem hat man natürlich den Vergleich im Hintergrund. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Man hat den Vergleich im Gedanken, weil Harry Potter, also wenn ihr ein bisschen nur Harry Potter gut findet, und ich muss sagen, ich war kein richtiger oder ja, war kein richtig krasser Harry Potter Fan oder so. Ich kannte die Filme. Aber ich habe jetzt nicht die Bücher gelesen oder gesuchtet oder so. Aber da hat sich jeder Cent gelohnt. Das war ein heftiges Bühnenbild. Es war auch keine, man kann nicht sagen, dass es ein Theater war. Also ich dachte erst so, weil im Theater, dann haben die ja da ihre Dialoge. Und dann ist es ja, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber ein bisschen wie im schlechten deutschen TV-Film. Das gucke ich auch nicht so gerne, weil ich weiß nicht, ich finde, schauspielerisch ist das, vielleicht hängt es auch mit den Synchronstimmen zusammen, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man das schauspielerisch nicht vergleichen. Und ja, hier soll es ja heller. Aber ja, wie gesagt, also Harry Potter war heftig. Das war nicht das Theater, was man so kennt, sondern man hatte eher das Gefühl, dass man im Film drinne ist. Also, das war so krass. Es war wirklich mega, mega heftig. Und ich würde da, ich war da mit meiner besten Freundin und ich würde da so gerne mit meiner Familie nochmal hin. Einfach, weil, kennt ihr das, wenn es so toll ist, dass ihr denkt so, boah, die müssen das alle sehen, wie toll das ist. Man möchte das denn teilen halt, ne? Dieses
Erlebnis. Das meine ich, es wird so ein bisschen fleckig halt, aber es sieht okay aus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in Wicked und klar, da ist dann natürlich die Bühnenbesetzung, also die aktiv auf der Bühne spielen, nur halb so groß oder nicht mal halb so groß, noch weniger. Aber was ich auch sagen will, wir hatten die Zweitbesetzung von der Grünen Hexe. Und bei Zweitbesetzung, finde ich, hat man schon so ein Vorurteil irgendwie, ja, die Erstbesetzung ist dann ja besser. Aber ich fand, die Zweitbesetzung war so viel besser als die Erstbesetzung. Also fand ich für mich von der Stimme her. Ich fand, die Erstbesetzung hatte sowas, einen Touch von Helene Fischer. Ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ist halt nicht mein Geschmack so. Und die, ja, weiß ich nicht, fand die halt toll, die Zweitbesetzung. Die hatte so eine krasse, bisschen rauchige Stimme, konnte richtig krass mit der Kopfstimme die hohen Töne treffen und tiefen Töne. Also, ja, eine richtig heftige Stimme einfach. So, und jetzt müsste man das theoretisch abpudern. Vor allem muss ich ja noch hier das alles auch machen. Ich habe jetzt tatsächlich nur eine Art Puder. Eigentlich fängt ja auch schon Halloween wieder an, von den Make-up-Produktionen her. Jetzt geht's ans Highlighten und Konturieren. Ach so, und das wollte ich euch erzählen, falls ihr Musical-Fans oder so sind. Es gibt ja das Broadway Wicked und es gibt in Hamburg, das ist das erste Mal, ich weiß jetzt nicht, wie die Bezeichnung ist, aber es ist, ich wollte gerade schon refurbished sagen, es ist so, dass die quasi die Rechte haben, Dialog und sowas ist alles ziemlich gleich geblieben und so, aber teilweise geändert und das Bühnenbild komplett und alles, das wurde geändert, das wurde halt modernisiert und das fand ich schon toll. Ja, und auch die Story finde ich sehr schön. Also die Story ist sehr, sehr, sehr gelungen, da kann man nichts anderes zu sagen. Und hier sieht man das wahrscheinlich eh gar nicht wegen der Perücke, ne? So, und es passt eigentlich, das Thema Wicked passt gar nicht, weil eigentlich mache ich ein Disney. Aber egal, ich laber euch voll, ihr kennt es. War super auch geschauspielert. Klar, halt dieses Musical-Schauspielern, also nicht so heftig, muss ich sagen, wie bei Harry Potter. Aber es war lustig. Und ja, jetzt highlighten wir. Ich habe irgendwie ein richtig tolles Grün gesehen. Oh, das sieht jetzt aber so blau aus. Was mache ich denn jetzt? Also, Wicked war okay, wenn man Musical-Fan ist. Und Vaiana und Harry Potter, das ist echt heftig. Also, da lohnt sich jeder. Es ist schweineteuer, aber wenn man drin ist, dann denkt man sich, alter Schwede, ja, auf jeden Fall. Das soll bitte am besten alles an die Schauspieler gehen. Das war, ich habe noch nie sowas Heftiges gesehen von der Show her und alles. Und ich bin viel auf Shows gewesen. Also damals nicht nur beruflich so hinter den Kulissen, sondern auch so privat, Cirque du Soleil auch und so einen ganzen Kram. Aber ja, das war schon heftig. So, das ist jetzt ein Zwischenergebnis. Das ist das erste Mal, dass ich hier das Dekolleté auch bemalt habe. Ich habe hier natürlich noch ein BH an und so. Dann habe ich das hier und da war noch so was Weißes dazwischen, aber das war mir zu viel Weiß. Das habe ich gerade mit der Schere abgemacht.
Und dann haben wir jetzt gleich die Perücke und die Wimpern, die sind runtergefallen. Die Wimpern muss ich noch irgendwie grün machen. So, der Kleber von den Wimpern trocknet. Ich habe die Wimpern so vorsichtig hingestellt. Und jetzt die Perücke. Und ehrlich gesagt, war die gar nicht mal so günstig. Aber ich habe schon eine von der Marke, meine ich. Und die war halt echt gut. Okay, jetzt sind schon mal die Wimpern dran. Und hier verschmiert das immer. Also ich brauche, glaube ich, so eine flüssige Farbe, weil das nervt übelst. Ich hatte eigentlich hier auch was hingemalt, aber das ist jetzt schon wieder weg. Ach, und jetzt habe ich hier so eine Farbe und überlege. Ja. Damit male ich jetzt ein bisschen das Grün an. Ja. So sieht das Endergebnis aus. Denn auf einmal geht das ganz schnell. Also ich hoffe, euch hat das Sabbelaber-Schminkvideo gefallen und der Look. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwas anderes für diese Hautgrundierung benutzen. Ja, wie gesagt, wir können uns gerne in den Kommentaren austauschen, welches euer Lieblingsneuster Lieblings-Disney-Film ist. Und ja, abonniert meinen Kanal. Knutscher gehen raus und bis zum nächsten Video. Nice out of love.